Heute machen wir einmal Ölwechsel beim 330 Diesel Facelift. Das ist ein E90 330 Diesel mit dem N57 Motor D30. Und das ist einmal das, was wir benutzen. Einmal das Rave 0V MO45, dann das Wagner Mikrokeramik, den Motorcleaner und hier ist dauerhaft im Einsatz auch das Dieseladditiv von Wagner. Wir werden mal vorher nachher eine Dezibelmessung machen. Ich habe einmal das alte Öl gemessen, natürlich mit dem Mikrokeramik schon drin und Wagner Dieseladditiv ist auch schon am Start. Bisher war drin das Motul X Clean 5W40. Jetzt probieren wir was Neues aus. Einmal von Ravenol, das VMO. Auch ein gutes 5W40, nicht ganz so teuer wie das RUP und so weiter. Und ich wollte mal was anderes ausprobieren. Hier ist einmal das, was man hier als altes Öl noch sieht, das Motul 5W30. Das ist mir neu, dass es drin ist. Ich dachte, da war was anderes drin. Vielleicht hat mein Vater aber noch Reste gehabt und hat einen Ölwechsel gemacht, von dem ich wusste. Auf jeden Fall, ja gut, dann ist das Motul wahrscheinlich X-Clean 5W30 drin gewesen. Ja, schauen wir mal, wie sich das verhält. Ich denke mal, mit dem Ravenol und dieser Kombination wird der Motor noch besser laufen. Und jetzt hören wir uns einmal an, wie er aktuell läuft. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze verhält, wenn wir das alles durchgewechselt haben. Hi, wir machen heute Ölwechsel beim 330i E90 Facelift. Und zwar ist hier der N57 Motor drin, der Diesel und mit 245 PS. Und hier machen wir einmal Ölwechsel. Wir machen einmal komplett das Wagner Programm. Also es gibt einmal den Motorcleaner, es gibt das Wagner Mikrokeramik und wir benutzen auch hier das Wagner Dieseladditiv. Was das Ganze soll, was das Ganze bewirken soll, erzähle ich euch einmal kurz. Den Motorcleaner benutzen wir, um einmal den Motor sauber zu machen. Und das heißt, die alten Ablagerungen werden gelöst. Die werden in etwa so gelöst, wie Salz sich Wasser löst. Das heißt, da fällt jetzt nichts ab oder sowas. Das ist schon der Reiniger, den kannst du auch während der Fahrt benutzen. Und das ist sehr komfortabel in der Anwendung für den Ölwechsel, deswegen benutze ich den sehr gerne. Zudem ist er auch noch dichtungsschonend und das heißt, er greift die Dichtung nicht an und deswegen kann man ihn bei jedem Ölwechsel machen, was wir auch jetzt hier schon mal gemacht haben und auch nochmal machen. Das Öl, was ich ausgesucht habe, ist von Ravenol, das VMO 5W40. Das ist mal was Neues, was ich ausprobieren wollte. Es geht ja gerade der Trend in auch so ein bisschen so von den Normen abzugehen, zum Ravenol NDT hinzugehen und sowas kann man auch machen. Aber in dem Fall wollte ich einmal ein Öl ausprobieren, was A, nicht ganz so preisintensiv ist pro Liter und was auch, sage ich mal, ganz gute Eigenschaften hat und ein gutes W40 ist mit LL04 Eigenschaft. Und weil ich wusste, kommt hier eh das Wagner Mikrokeramik zum Einsatz, war das für mich eine ganz gute Kombi, die ich mal ausprobieren wollte, um herauszufinden, wie das Ganze mal so miteinander harmoniert. Also das heißt, zum neuen Öl kam natürlich das Wagner Mikrokeramik rein. In dem Fall haben wir das Wagner Mikrokeramik von der Menge reduziert. Das heißt, normalerweise braucht man 10% vom Ölvolumen. Ölvolumen ist, glaube ich, hier knapp 8 Liter. Also man bräuchte 0,8 Liter dann vom Mikrokeramik. In dem Fall haben wir jetzt nur 0,5 Mikrokeramik eingefüllt. Das heißt, es ist ein bisschen weniger. Warum habe ich das gemacht? Weil ich vorher auch schon das Mikrokeramik mit 10% eingefüllt hatte, kann man das bei der zweiten Anwendung etwas reduzieren. Das heißt, man kann auch ein bisschen mit den Kosten runtergehen und dann hat man trotzdem den guten Effekt des Mikrokeramiks, weil die Einlagerung, die Haupteinlagerung hat beim letzten Mal stattgefunden und jetzt kann man das einfach nur dem Öl hinzugeben, dass man die weiteren Eigenschaften beim Verschleißschutz, Verschleißreduktion, Verbrauchsreduktion weiterhin hat, weil die Partikel im Öl bleiben und überall herumschwirren und sich, sag ich mal, da noch einlagern können, aber die Haupteinlagerung schon abgeschlossen ist. Und natürlich dann auch natürlich den Vorteil, den man hat durch die bessere Laufruhe. Und die Kombination ist jetzt sehr gut. Der Wagen fährt sehr ruhig, sehr angenehm. Es macht echt Spaß zu fahren. Von dem Dezibelmessgerät gab es keinen Unterschied, wo ich jetzt nicht feststellen konnte, dass der Dezibelmesser wesentlich ruhiger geworden ist. Also der Ausschlag ist eigentlich identisch gewesen zu dem Öl, was vorher drin war. Vorher waren 5W30 Motulöl drin, wenn ich mich täusche. Aber irgendwie weiß ich nicht ganz, da war ein Ölwechsel zwischen, von dem ich nichts mitbekommen hatte. Keine Ahnung, aber da war auf jeden Fall Mikrokeramik drin. Und jetzt ist es so, dass einfach der Motorlauf in im Raum nochmal etwas sanfter geworden ist und der Motor ein bisschen ruhiger und weicher läuft. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das fällt sich sehr gut. Und durchgängig seit längerer Zeit ist im Einsatz das Wagner Dieseladditiv. Warum das Wagner Dieseladditiv? Das Wagner Dieseladditiv hat den Vorteil, dass es dem Kraftstoff die Schmierung zurückgibt. Die Kraftstoffe sind mit viel zu wenig Schmierung und da wird halt die Schmierung hinzugefügt. Zudem ist es auch ein Multifunktionsadditiv. Das bedeutet, man hat auch noch eine Reinigungskomponente drin. Das heißt, die Injektoren werden weiterhin schon gereinigt, dass das Einspritzbild gut ist, dass die Verbrennung optimiert ist und dadurch läuft der Wagen ebenfalls nochmal etwas ruhiger und angenehmer und so ist es ein sehr, ja, sehr benziniges Fahren mit dem Diesel und man hat auf jeden Fall eine ganz gute Laufruhe mit dem Wagen erreichen können. Natürlich neben Verschleißschutz, Spritzerfahren, das ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Der Wagen wird auch viel für Kurzstrecke benutzt, also es ist kein reiner Langstreckenbomber, sondern auch für Kurzstrecke wird er viel benutzt, von daher fand ich diese Kombination sehr gut. Das ist nämlich der Grund, warum ich dann das VMO gewählt habe und das Mikrokeramik in dieser Kombination.
Und wenn euch die Produkte interessieren von Wagner, wir benutzen einmal das Mikrokeramik, den Motorcleaner, das Dieseladditiv, das Ganze in Kombination, das ist kein Problem. Wenn dich die Produkte interessieren, dann geh auf www.classic-oil.com und mit meinem Code MarkMonetti12 sparst du 12% auf deine Bestellung und zwar auf jede Bestellung. Ursprünglich galt der Code mal nur für die erste Bestellung, mittlerweile ist der Code für alle Bestellungen gültig. Das heißt, wenn du 7, 8, 9, 10, 11 Mal bestellst, hast du jedes Mal immer wieder den Vorteil, dass du die 12% auf deine gesamte Bestellung sparen kannst, die du im Wagner Shop mit den Wagner Produkten hast. Jetzt sind wir fertig mit dem Ölwechsel. Wir haben das alte Öl mit dem Motorcleaner behandelt, das alte Öl mit dem Motorcleaner abgelassen und jetzt das neue Öl mit dem Mikrokeramik im Fahrzeug drin. Wir sind jetzt 50 Kilometer gefahren. Jetzt hören wir einmal rein, wie der Motor klingt. Und ich werde noch einmal einen Vorher-Nachher-Vergleich machen, dass man einmal das alte Öl mit Keramik hört und das neue Öl mit Keramik hört. Dezibelmessung, altes Öl vor dem Ölwechsel mit Mikrokeramik und Dieseladditiv. Frisches Motoröl mit Wagner drin und ungefähr 50 Kilometer Laufzeit. Was jetzt mein Eindruck ist, dass das beides sehr ähnlich klingt, weil der Wagen vorher schon voll aufgewagnert wurde. Und ich habe jetzt in diesem Fall etwas weniger Mikrokeramik eingefüllt, weil ich davor die volle 10% benutzt habe. Habe ich jetzt in diesem Fall beim zweiten Mal etwas weniger benutzt. Und zwar, ich sage dir nicht Prozentzahl, sondern ich habe nur 500 Milliliter genommen. Aber das Ölvolumen ist halt etwas höher. Das heißt, ich habe ein bisschen zu wenig genommen. Aber das geht, weil die Keramik ja schon vorher seine Arbeit geleistet hat und sich eingelagert hat. Deswegen konnte ich jetzt ein bisschen weniger nehmen. Und es ist nicht unbedingt mehr, dass viel mehr hilft. Deswegen ist das Ergebnis sehr gut. Der Wagen von innen, vom Fahrgefühl her, ist sehr ruhig. Es ist sehr angenehm. Es ist sehr komfortabel zu fahren und klingt sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was vorher für ein Öl drin war. Ich glaube, da waren 5W30 drin. Jetzt sind wir auf den 5W40 gegangen. Und der Wagen läuft mit dem 5W40 aber trotzdem sehr gut. Er ist präsent und klingt sehr gesund, muss ich sagen. Wir haben auch in diesem Fall das Ravenol VMO genommen. Warum habe ich das VMO genommen? Es gibt noch hochwertigere Öle, aber in dem Fall war das so, dass wir ein Öl gesucht haben, was A, nicht ganz so teuer ist, B, wussten wir, dass das Mikrokeramik hinzukommt und C, auf jeden Fall, weil der Wechselintervall weiterhin so kurz gehalten werden soll, haben wir ein Öl entschieden, was nicht ganz so teuer ist, dass das nicht jedes Mal so teuer ist, wenn man jetzt ein anderes Öl nimmt. Und es gibt natürlich auch gerade den Trend, dass einige dann ein anderes Öl nehmen, ein hochviskoses Öl oder ein LKW-Öl oder sowas. Aber da war ich jetzt gerade, dass ich jetzt in dem Fall nicht wollte, sondern ich wollte eins mit Freigabe, mit der L04-Freigabe für den Diesel haben. Und das war ein sehr treffendes Öl und deswegen habe ich mal diese Kombination ausprobiert, weil ich wollte mal auch was Neues ausprobieren. Und ich bin sehr zufrieden, die Kombi fährt sich in dem Wagen sehr gut, fährt sich sehr angenehm, es ist sehr ruhig im Auto und es macht echt Spaß damit zu fahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr auch Interesse an den Produkten habt, geht auf www.classic-oil.com und bestellt euch die Wagner Produkte mit dem Code MarkMonetti12, spart hier auf alle Produkte von Wagner 12% und das bei jeder Bestellung. Nicht nur bei der ersten Bestellung, wie der Code ganz lange galt, sondern bei jeder Bestellung, für jede Folgebestellung könnt ihr den Code anwenden und er ist eigentlich für euch unlimitiert einsetzbar. Also das heißt, jedes Mal, wenn ihr was bestellt, könnt ihr den Code verwenden. Speichert den am besten irgendwo ab, macht einen Screenshot irgendwie von dem Code und dann könnt ihr es auf dem Handy. Das heißt, wenn ihr nachbestellt, könnt ihr euch einfach merken, MarkMonetti12 und da spart ihr 12% mit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!